2019 hatte ich mal ein Video gemacht mit dem Titel Der beste kostenlose Virenschutz für Windows und ich hatte damals den Windows Defender empfohlen. Natürlich habe ich jetzt Nachfragen bekommen, ob das 2020 auch noch so ist. Wenn ihr jetzt das Video seht, werde ich auch ein paar Takte dazu sagen, ob das in den nächsten Jahren sich großartig ändern wird. Also um gleich mal die Frage vorweg zu beantworten, es gibt die Seite avtest.org und die testen halt regelmäßig Antivirenlösungen, zum Beispiel jetzt aus Juni 2020, also recht aktuell. Hier kann man dann die Liste durchgehen und dann gibt es einige, die haben hier so ein Top-Produkt dran kleben und aktuell gehört da auch der Windows Defender dazu. Ich kann mal durchscrollen, hier ist er, Defender 4.18 ist ein Top-Produkt und hat in allen drei Kategorien ja volle Punktzahl bekommen. Um es kurz zu machen, der Windows Defender wird in absehbarer Zeit vermutlich nicht ersetzt werden oder den sollte man nicht ersetzen durch einen kostenlosen Antivirus, den man zusätzlich installiert. Das hat damit zu tun, dass die Antivirenlösungen im System sich so tief einwanzen und mit so hohen Rechten laufen, dass sie selber zum Problem werden können, nämlich zur Angriffsoberfläche. Ein Symptom davon könnt ihr beobachten, wenn ihr mal eure SSL-Verbindung anschaut, also das habe ich ja hier oben zum Beispiel das Schloss, da kann ich mir das Zertifikat anschauen von avtest.org und ich glaube das geht hier, da ist es verifiziert von DigiCert. Wenn ihr jetzt einen zusätzlichen Antivirus installiert, der will ja in euren Traffic gucken, der will ja gucken, auf welchen Seiten ihr surft und ob die vielleicht schädliche Dateien runterladen. Das führt dann dazu, dass die zum Beispiel da euer Zertifikat ersetzen. Das meine ich mit ins System reinwanzen. Also selbst wenn jetzt hier der Microsoft Defender nicht die volle Punktzahl haben sollte in Zukunft, ist der immer noch besser, weil er weniger Angriffsoberfläche bietet als manch anderes Produkt. Ihr könnt natürlich immer wieder auf der Seite von AV-Test einfach nachschauen, wie gerade die Schutzwirkung vom Defender ist, aber ich gehe mal davon aus, dass er seine Stellung hier halten bzw. verteidigen wird in nächster Zeit. Also für 2020 gilt immer noch Windows Defender benutzen und keinen zusätzlichen Antivirus installieren oder gar kaufen. Ihr verschlimmbessert die Situation damit auf eurem System. So, jetzt will ich euch aber auch natürlich gleich die Frage beantworten, wo kann ich mir denn den runterladen und installieren, den Windows Defender? Naja, eines der Vorteile ist ja eben, dass der schon Teil des Betriebssystems ist und was ich vorhin meinte mit reinwanzen, ist quasi nicht mehr nötig, denn der ist halt schon Teil des Betriebssystems. Deshalb müsst ihr den auch gar nicht großartig runterladen, um zu prüfen, ob der läuft bei eurem Windows 10 Betriebssystem, geht hier unten mal auf das Pfeilchen und hier gibt es ja das Windows Sicherheitscenter. Da kann ich mal einen Doppelklick drauf machen und hier gibt es den Viren- und Bedrohungsschutz. Und der ist ein bisschen ja merkwürdig aufgebaut, weil zum Beispiel OneDrive einrichten als Bedrohungsschutz gilt, weil das halt Dateien sichert. Im Prinzip ist das ja richtig, dass man eine Sicherung haben sollte, hätte ich jetzt aber da nicht drunter ja, einkategorisiert. Ich klicke da einmal drauf und hier habe ich aktuelle Bedrohungen, da sind überall grüne Haken und eigentlich ist, was mich interessiert, hier nur diese Einstellungen für den Viren- und Bedrohungsschutz. Und der Echtzeitschutz sollte eingeschaltet sein und zum Beispiel die automatische Übermittlung von Beispielen, die finde ich ein bisschen datenschutzübergriffig, denn die schickt einfach Dateien Richtung Microsoft. Das möchte ich aber euch überlassen, ob ihr das einschalten möchtet oder nicht. Es gibt aber hier noch verschiedene Optionen und hier meckert er jetzt auch rum, die verwerfe ich jetzt mal, aber im Prinzip ist hier das die Einstellung für den Windows Defender und der Echtzeitschutz ist jetzt ja hier aktiviert, Manipulationsschutz und so weiter, gibt es verschiedene Einstellungen, aber im Grunde ist das der Windows Defender. Es muss also nichts extra installiert oder aktiviert werden. Wenn ihr keinen anderen oder zusätzlichen Antivirus habt, ist diese Option in der Regel auch schon aktiviert. Hier könnt ihr halt prüfen, ja, ob hier alles noch in Ordnung ist. Der Ransomware-Schutz, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist für OneDrive. Einfach wenn Dateien verschlüsselt werden sollen bei euch, solltet ihr die auf OneDrive sichern, damit ihr sie wiederherstellen könnt. Aber ich finde das ein bisschen übergriffig, beziehungsweise eigentlich nur Werbung fürs eigene Produkt. Wenn euch das Video jetzt geholfen oder gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und ihr bekommt jetzt den Abspann.